Hallo Freunde, kommen wir nun zum Teil 2 unserer Lidl-Ladegeräts. Also wie man deutlich sehen kann, ist die Batterie jetzt geladen. Das hat er tatsächlich geschafft. Das ist eine Gel-Batterie. Er hat jetzt insgesamt 3 Stunden gebraucht. Man kann hier an den grünen Lampe sehen, jo, ist geladen. 13,12 Volt. Da unten, das Interessante an dem Gerät, der hat auch direkt selbst erkannt, dass es eine Gelbatterie ist. Der ist schon von Anfang an auf Gelbatterie-Einstellung gesprungen. Während ich das noch nicht so gesehen habe und noch versucht habe, irgendwas einzustellen. Also wirklich ein intelligentes Gerät, erkennt wirklich, was das für eine Batterie ist und wie er es laden soll. Also meiner Meinung nach definitiv weiter zu empfehlen. Hat wie gesagt jetzt ein paar Stunden gedauert, bis die Batterie aufgeladen war. Kann, also ich habe mir jetzt die Gebrauchsanweisung auch durchgelesen, kann dazu genutzt werden, um ein Auto direkt zu starten, kann dazu genutzt werden, aber auch um quasi rauszufinden, ob der Generator noch in Ordnung ist oder ob er die ganze Leistung bringt. Das ist auch ganz interessant. Man schließt es an die Autobatterie an, schmeißt die an und dann sieht man auch tatsächlich, ob der Generator läuft oder nicht. Also eine ganz, ganz feine Geschichte. Ich denke mal, wenn man die Möglichkeit hat, so etwas für knappe 40 Euro bei Lidl zu bekommen, so ein Profiteil, ist das schon eine feine Geschichte. Also die Gelbatterie läuft wieder. Da werde ich mir noch was einfallen lassen, was ich damit mache. Auf jeden Fall, also ich persönlich bin begeistert. Ich wollte die schon wegtun, weil ich dachte, die läuft nicht. Ja, und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Schön, wirklich sehr, sehr schön. Sehr weiter zu empfehlen. Wie gesagt, Ladegerät für Batterien aller Art, also wirklich für Bleibatterien, für Motorradbatterien, für Gelbatterien, was ist denn hier noch, AGM-Batterien, was es auch immer sein soll, dann Deep Cycle-Batterien, naja, alles Mögliche, eine feine Geschichte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Also meine Empfehlung ist es auch allemal für das Geld. Und wer seine Batterie ja noch eine Weile länger behalten möchte, denn so eine neue Batterie für ein Auto ist, glaube ich, oftmals viel teurer. Also 40 Euro. Meistens zahlt man 60, 70 für eine gute Batterie, für BMW. Teilweise sogar über 100, je nachdem. Also definitiv eine Anschaffung wert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.